Hepinize en içten dileklerimle selamlarım. Böyle bir organizasyonda emeği geçen tüm gençleri de tebrik ediyorum, kutluyorum. Ellerine sağlık. Dedem bir şiirinde şöyledir. 310'da gelmiş idim cihana, dünyaya bakmadım ben kana kana. Kader böyleyim çiçek bahane, behli kalem kara yazmış yazımıdır. 1894'te Sivas'ın Şarkışta ilçesine bağlı Sivralan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel, yaşamının 79 yılının 72 yılını gönül gözüyle görerek geçirmiştir. Gözlerinin açılma ihtimali var mıydı diye sorarlar bazen. Böyle bir ihtimalin olduğu söylenir. Bir grup gazeteciyle yanlarında birkaç doktor İstanbul'da ziyaretine giderler. Ve doktorlar muayene ettikten sonra gözlerinin açılabileceğini, böyle bir ameliyatın Amerika'da olabileceğini söylerler. Bir müddet Aşık Veysel düşündükten sonra hayırdır, ben gözlerimin açılmasını istemiyorum dedi. Ve nedenini sorarlar. Ben kafamda bir dünya yarattım dedi. Ben bu dünyada yaşamak istiyorum. Eğer ki gözlerim açılır da ben bu dünyayı farklı görürsem işte ben o zaman kör olurum dedi. Ve şöyle bir şiir yazar tekrar. Daha sonra bir küçük dünyam var içimde benim, mihnetim zihnetim bana kafidir. Görenler dar görür, geniştir bana, külfetim sohbetim bana kafidir der. Dedem Aşık Veysel bir cumhuriyet ozanıdır ve bir Atatürk sevdalısıdır. Hayatta İki şeye çok üzüldüğünü anlatırdı. Bunlardan bir tanesi Atatürk'le karşılaşamayışı, ikincisi ise savaşa katılamayışıdır. Bunlara çok üzüldüğünü anlatırdı. Ölümünün 50. yılında UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı ilan edilmesiyle beraber yaşamış olduğu topraklardaki Kızılırmak Nehri'ni adeta dünyanın ehlileriyle karıştırıp dünyaca anılmasını sağlamıştır. Dedem Aşık Veysel ayrıca bir de esprili bir kişiliğe sahipti. Bunlardan bir tanesini anlatmak isterim. İstanbul'da rahmetli Yaşar Kemal'le geçer, saygıyla anıyorum kendisinde. Yaşar Kemal dedemin koluna girer ve hızlı adımlarla yürürken dedem birden durup gülmeye başlar. Yaşar Kemal sorar. Veysel, niye güldün duruyorsun der. Ve dedem cevap verir. Bak der şu Allah'ın içine. İki kişiyi tek gözle koşturuyor der. Ve bunun üzerine gülüyorum der. Ve ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın diyerek bu dünyadan geçen Aşık Veysel'i, siz değerli sevenleri, dostları böyle bir günde andığınız için hepinize çok çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Der Brandanschlag in Sivas Madımak im Jahr 1993 war ein schreckliches Ereignis, bei dem 33 alevitische Intellektuelle getötet wurden. Diese versammelten sich aufgrund des Festivals zu Ehren von Pir Sultan Abdal. Der Anschlag wurde von religiös-fanatischen und nationalistischen Menschen durchgeführt, die die AlevitInnen als Ungläubige betrachteten. Es ist absolut schockierend, dass die Täter des Anschlags sich immer noch ungestraft in Deutschland aufhalten. Dies ist eine Beleidigung für die Gerechtigkeit und eine Bedrohung für die alevitische Gemeinschaft, dessen tiefer Schmerz bis heute anhält. Die Anerkennung des Massakers als solches ist von größter Bedeutung, um den Opfern mit ihren Familien eine angemessene Anerkennung und Würdigung ihrer Leiden und Verluste zu gewähren. Es ist wichtig,
dass wir uns weiterhin für Aufklärung und Gerechtigkeit einsetzen und sicherstellen, dass das Massaker von Sivas als solches anerkannt wird. Wir fordern daher eine gründliche Aufklärung des Anschlags, die Anerkennung des Massakers als solches und die vollständige Unterstützung und Anerkennung der Opfer und ihrer Familien. Außerdem fordern wir neben der gründlichen Untersuchung des Anschlags und der Bestrafung der Täter die Schaffung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass solche Verbrechen gegen die Menschheit nie wieder passieren. Wir sollten uns auch weiterhin darum bemühen, die Sichtbarkeit für die alevitische Gemeinschaft zu schärfen und uns weiterhin für ein tolerantes und pluralistisches gesellschaftliches Umfeld einsetzen, in dem alle Menschen unabhängig ihrer Religion oder Überzeugungen respektiert werden. Sivas ellerinde ömrüm çalınır. Kor yürekler böllük böllük bölünür. Dosttan ayrılmışam bağrım delinir. Kiatim arzu halim yaz şaha böyle. Meine Lebenszeit wird mir in Sivas gestohlen. Brennende Herzen brechen Stück für Stück. Da ich mich von meinem Freund trennen musste, durchbohrt es mein Herz. Schreibe meinen Brief an den Schah auf diese Weise. Dies ist eine Strophe vom Stück Sivas Elende Lünçalınır, ursprünglich von Pir Sultan Abdal, der auch von Mulis Akarsu gesungen wurde, der fast 500 Jahre nach Pir Sultan Abdals Hinrichtung Opfer des Brandanschlags in Sivas wurde. Mulis Akarsu war ein berühmter alevitischer Volksmusiker und Komponist, der für seine Beiträge zur Folklore bekannt ist. Geboren im Jahr 1948 in einem kleinen Dorf in Marasch, begann er wie Aşık Veysel in jungen Jahren zu singen und Instrumente zu spielen. Später zog es ihn in die Stadt İzmir, wo er seine musikalische Karriere fortsetzte. Seiner Musik gab er oft einen spirituellen und mystischen Charakter. Das Sivas-Massaker war ein schreckliches Verbrechen, bei dem unsere KünstlerInnen, Dichter, auch Kinder wie Koray Kaya bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Auch unsere Gedichte wurden verbrannt und in uns brennt das Feuer bis heute. Bis heute sind die Täter immer noch auf freiem Fuß und leben zum Teil auch in Deutschland. Das finden wir inakzeptabel. Wir fordern endlich, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen und für ihre grausamen Taten verurteilt werden. Wir fordern Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien. Und wir werden uns so lange dafür einsetzen, bis die Täter verurteilt werden. Deswegen ist es gerade jetzt, nach 30 Jahren und auch in den nächsten Jahren so wichtig, dass wir daran erinnern, was uns in Sivas passiert ist. Ihr Schmerz ist auch unser Schmerz. Daher ist es von Bedeutung, dass wir uns hier und jetzt zusammenfinden und gemeinsam gegen Unterdrückung kämpfen. Lasst uns der Welt zeigen, dass wir für Toleranz, Frieden und Solidarität stehen, Seite an Seite. Nur so können wir eine bessere Zukunft für uns alle schaffen. Wir möchten nun eine weitere talentierte Musikgruppe auf die Bühne rufen. Auch sie stehen uns Jugendliche und Studierende bei und sind heute aus Berlin nach Köln gekommen, um ihre wunderbaren Stücke mit uns auf den Sprachen Kurmanji, Kurmanski, Türkisch und Armenisch zu teilen. Pınar und İmam Özgül machen schon seit 25 Jahren Musik und haben auch ein eigenes Album. Lassen Sie sich von ihren Stimmen verzaubern. Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen, Pınar und İmam Özgül.
Herzlich willkommen. Aslında istiyorum bugün sizlerle Kazakça konuşayım biraz ana dilimi ama zannedersem hepiniz anlamıyorsunuz. Biz zaten söylediklerimizi Türklerimize yazıyoruz, söylüyoruz söylemek istediğimizi. Özlemiştik ya konserleri hakikaten. Yani korona geldi, birçok konser iptal edildi. Deprem oldu. Yani bayağı yüreklerimiz acıdı. Bugün yine buradayız, birlikteyiz. Türkülerimizi bir ağızdan tabii ki söyleyeceğiz. Fazla konuşmayacağız bugün. Ben şahsen söylemek istediklerimi zaten dediğim gibi türkülerimize yazıyoruz. Yazıyorum, yazmaya çalışıyorum. Müziği de imam sağ olsun yapıyor. Böyle kültürümüzü, dilimizi, kendimizi özümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi kıyamda çıkmaz her şeyi selamı. Onu da kıyatın, seher sağlığına, seher çalan hatın. İzat alle herzlich willkommen. Es ist schön, euch so zahlreich auch zu sehen. Es wäre natürlich besser, wenn wir noch größere Säle hätten, noch mehr Publikum hätten, damit wir auch diese Sachen, was wir eigentlich vorher noch weitergeben können an die nächste Generation. Das erste Lied, was ich gesungen habe, das war von Mehmet Çapan, Davrak Hatırbeto. Das zweite Text von Pınar und Musik meine Wenigkeit. Ich begrüße auch den BDRS und danke noch von ganzem Herzen, dass Sie uns eingeladen haben, dass Sie auch uns die Gelegenheit gegeben haben, uns mit euch in Verbindung zu bringen. Das ist sehr schwer, wenn man mehrere Sprachen kann, also ich kann 5 Sprachen. Manchmal muss ich umüberlegen, was spiele ich jetzt. Das ist manchmal wirklich sehr schwer. Aber natürlich, die Sprache des Menschen ist die Identität des Menschen selbst. Jeder sollte seine Muttersprache lernen. Es ist egal, welche Sprache. Jede Sprache ist wunderschön. Thank you.
Thank you.
yaşanmış dediğim halde. Verziehen werden und das soll auch nicht vergessen werden. In zwei, drei Wochen ist wieder das Jahrestag von Herzing, wo sie halt das beschlossen haben. Das muss auch mal aufhören, also das muss anerkannt werden, dass es ein Genozid gegen diese Volksgruppe bzw. diese Glaubensrichtung gegeben hat. Die Türkei, die muss sich einfach nur stellen, wie zum Beispiel die Deutschen sich Holocaust sich dazu bekennen haben, muss die türkische Regierung das auch machen. Das ist unsere Forderung. Text war von Pınar und Musik war wieder von mir gewesen. Ich hoffe, wir haben es geschafft, etwas zur Sprache zu bringen, dass die Menschen auch wirklich das auch mitbekommen auf dem Weg, vor allem auch unsere Jugendlichen. Burada şunu söylemek istiyorum. Berlin'de Pir Mahmut Yıldız var, kendisi MAM ekili. Devlet bize askeri bizim üzerimize saldığı zaman yer bize ateş oldu, gök bize uzak oldu diyor. Sazaca da bunu söylüyor. Baktık devlet askeri ko ter maser, ramut maser, hard mar bi adır, asmen mar bi düri. Böyle acılar yaşandık, umarım bir daha yaşamayız. Tek dileğimiz, isteğimiz İşte devletin bir çeşit özünü dara tutması, bunu kabul etmesi. Evet. Solange wir organisiert sind in unseren Institutionen, wie zum Beispiel BDRS, BDRJ, AABF und dergleichen, haben wir Hoffnung, dass es wirklich zu einem Punkt kommt, dass es auch anerkannt wird. Thank you.
Bye.